Heute ist ein besonderer Stream und heute bin ich ein Event-Charakter auf Lucky Five. Und ich bin nicht alleine, denn mein Bruder Bob, ich spiele ja Ariane Barnes, mein Bruder Bob Barnes, und ich habe gehört, er ist etwas fülliger. Also Boba Fett, wir reisen heute ein und sind Touristen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich habe Angst vor dem, was passiert. Wollte nur anmerken, du bist ein wenig überbelichtet. Ja, super, finde ich gut. Ich fange jetzt schon an, so viel zu labern. Das wird ja richtig lustig werden. Ariane ist ein einmaliger Eventcharakter. Lass aber offen, ob ich mal im RP mitmache. Liebgemeinter Hinweis, Ariane ist etwas dümmlich. Etwas? Sie hat aber Astronomie studiert. Ihre Stimme kann auf Dauer grauenvoll sein. Ihr seid vorgewarnt. Kennt jemand die Ariane-Stimme nicht? Macht das am besten ganz leise. Und ich kann das die ganze Zeit durchziehen. Ich habe Ariane am Stück mal irgendwie 5 Stunden oder so aufgenommen. Ich kann das. Leute, ich werde mich einfach jetzt schon mal einloggen. Ich hoffe, da ist keiner. Ich hoffe, da ist keiner. Schon mal deine Stimme übermachen. Ja! Oh, ein bisschen Sport. Oh, ein bisschen dehnen. Ist das vielleicht schön? Oh, ich habe schon lange überlegt. Ich bin gemutet, keine Sorge. Mal wieder meine Stimme zu benutzen. Oh. Müssen wir mal ganz kurz hier hoch. Und warte. Yep. Ah, oh, schön. Ich entmute mich mal. Ich bin wieder gemutet. Ich würde mal gucken, dass ich mich irgendwo anlehne und warte. Und dann kann ich ja das jetzt direkt mal ausbilden. Aha, das wird super. Bei mir auch, das wird ganz furchtbar. Mir jetzt schon alle leid. So, warte. Körperhaltung. Ne? Ich kann eigentlich immer hier gucken, ob ich gemutet bin oder nicht. Ne, das ist, den Geländer, okay. Oversized passengers may be required to pay an additional fee. Ach, schön. Ja. Mein Ausweis? Hier. Das ist mein Ausweis? Da? Ach ja, da. Dann wieder. Ich glaube, da machen wir B. Ich bin gespannt, wie das wird. Boah, ja, das Problem ist wirklich, übrigens, weiter weiß, schuldet mir immer noch einen Dollar. Das Problem ist, warte. Okay. Bin übrigens, weiter weiß hat mich gestern zum Flughafen gebracht und ich bin aber nach Hause geflogen, um meinen Bruder zu holen, um ihm zu zeigen, wie toll doch die Stadt ist. Oh Gott. So, übrigens, eine Sache noch, ne? Man hat hier, cool, man hat hier ein Handy. Man hat hier ein Handy. Und, machen wir das, soll ich das Teams mal leise machen? Ich mach das, warte mal ganz kurz. Nehme das mal. So, noch 2 Minuten. Hier gibt es so ein Social Media Network tatsächlich mit Instagram und wo Leute dann so ihre Sachen posten können, da. Und, Weasel News, wo es dann wirklich halt, das machen halt, guck mal hier, Valitu und seine Freunde. Das machen halt wirklich Leute, die bespielen das alles. Das finde ich halt voll geil. Also da bin ich wirklich sehr begeistert gewesen. So. Krass, die cool. Finde ich wirklich voll gut. Es wird ja langsam Zeit, dass er jetzt hier kommt. Ich warte schon eine ganze Weile. Mir ist wirklich sehr kalt. Ja, packt sie das Handy hin, das passt niemals in die Hose. Du hast noch nie Frauenhosen getragen, glaube ich, oder? In den Po. Ich weiß nicht, wie Dennis sein Charakter aussieht. Er sagt aber, du wirst gespannt sein.
Liebe Mods, wenn was ganz dringend ist im Mod-Chat, weil ich muss gerade noch, für den Anfang habe ich noch, falls ich irgendwas verkehrt mache, falls ich noch irgendwas einstellen muss, das Fenster von Dennis auf, dann schreit das bitte in den Chat. Unangenehm. Ihr wollt immer ab, hier immer. Wir knuspern sie. Wird geflirtet? Ja. Ja, ich plane es. Aber mal gucken. Es kommt ja immer einfach so, ne? Ich warte darauf, dass irgendjemand einfach nur völlig abweisend ist und ich den einfach bis zum Tode flirte, bis der einfach kotzt. Der ist aber wirklich ganz schön spät. Mein Gott, ist das vielleicht langweilig hier. Mega langweilig. Weiß überhaupt gar nicht, warum ich denn jetzt hier auf den warte in der Kälte. Der hätte doch genauso gut mit dem Taxi kommen können. Wieso rede ich eigentlich mit mir selber? Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut als Ariane. Ihr könnt auch Dennis dann streamen. Lasst auch liebe Grüße mal bei Dennis mit, ne? Dann seht ihr ja beide Sichten. Wir haben leider... Ich habe aufgestoßen wieder. Wir haben leider kein, Denk mal, da kommt jemand. Sag mal, Bob! Wie lange hat das denn jetzt gedauert? Ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Ey, man muss nicht auf dich aufpassen. Ich hab Hast du dieses Flugzeug nach vorne geschmuggelt? Nein, hab ich überhaupt gar nicht. Aber ich musste doch auf Toilette. Och, es tut mir aber leid. Oh, du Armer, du Armer. Hast du Husten oder was? Ey, meine Kippe her. Deine Kippe? Deine Kippe? Ja, ich hab doch gesagt, du sollst aufhören zu rauchen. Das hat Nebenwirkungen. Und jetzt sind die sogar sichtbar. Sir! Was? Ja? Sag mal, wie war... Einen Moment. Heute geht's los! Okay, Bob. Sag mal, wie war denn so dein Flug? Ich muss ein bisschen weinen. Wir waren doch im gleichen Flugzeug, ja? Ja, aber ich saß, war doch First Class! Ich muss doch nicht haben, einen Ruf zu verlieren, Bob! Warum denn? Ja, weil, wenn man mich mit dir sieht, dann denkt man, ich mag dich, Bob, sollen wir vielleicht ein bisschen loslaufen? Ich wollte doch unbedingt die Stadt zeigen. Du klingst ein bisschen wie Kermit, ich glaube, du hast dich verstanden. Nee, ihr redet das schon immer so. Bob, jetzt kommt aber, komm mal mit. Warte doch mal eben. Also, ich hab mal geguckt jetzt. Musst du, Bob, ist es wieder so weit? Nee, ich krieg so schlecht Luft. Ja, dann also, solltest du nicht mehr rauchen, Bob. Ich mach mir wirklich Sorgen um dich. Also, hör mal jetzt so, ja? Ja? Wir haben heute einiges zu tun. Denn du weißt ja, ich... Ich hab so viel Geld und ich plane das Geld zu nehmen. Ach und so investieren. Ja, es hat aber lange gedauert. Zu investieren, ja? Und ja. Ich hab dann mal geguckt im. Bob, ich mach mir viel Sorgen um dich. Oh, Bob, Mensch! Was machst du denn? Hast du mir. Bob! Bob, was war das? Was war das? Ich bin richtig stolz auf dich. Das hast du wirklich super gemacht. Ja, ja. Weißt du? Da merkt man, wo wir herkommen. Bob? Bob, ich glaube... Bob, könntest du bitte aufhören? Ich weiß nicht, ob ich noch die Fassung bewahren kann. Es juckt. Ich kann da aber nicht kratzen, Bob. Du bist wie ein Bruder für mich, das weißt du. Also hör zu! Ja. Ich will mein Geld gern nehmen. Ja, wohin? Und investieren. Ja. Und zwar. Warte mal eben. Und zwar würde ich gerne ein Unternehmen eröffnen, in dem ich Geld nehme und das in eine schicken Farm investiere.
Ich dachte, du musst länger werden. Nee. Und aus der schicken Farm soll dann... ich plane dann, Sandwichladen zu öffnen. Aus der Chicken Farm? Ja, wir bieten nur noch Chicken auf den Sandwiches an. Ist das denn vegan? Nee. Oh, Bob, ey, du musst aber egal. Warum ist das denn wichtig, ja. Schwester? Hast du ein Problem damit? Warum machst du mich so böse an? Ich, Bob, nein, ich hab kein Problem damit. Ich du warst schon immer so. Du warst schon immer früher so, ja? Dass du immer Bob, besonders sein wolltest, ne? Besonders. Ja, das hab ich auch geschafft. Und ich sage, komm, ich geb dir die Hand. Und ich sorg dafür, dass wir beide... Ja? Moment. Hol mir mal kurz meinen Schuh zu machen. Hier ist auf. Warte mal. Mach das mal. Kein Wunder, wenn du die ganze Zeit so rumhampelst. Warte mal eben. Helf mir mal bitte, ich komm da nicht dran. Ja, im Moment, warte. Ein Moment. Nimm mal dein... Okay, also ich hab $2,000 dabei. Oh, das ist aber ganz schön viel, Bob. Und wir gehen jetzt erstmal mit dem Bus in die Stadt fahren. Komm. Oh, Busfahren mag ich sehr gerne. Ich bin tot, ich kann nicht. Ich halte das nicht aus mit dem. Dann lässt ihr aber schön Zeit, Püppchen, ne? Entschuldigung, Bob. Wo sind denn unsere Koffer? Die hab ich vergessen. Oh nein, Bob, ich hatte aber Handgepäck. Da war auch ein bisschen Geld drin. Was mach ich denn jetzt? Ich wollte mir noch eine Jacke kaufen. Nee. Ja, doch. Nee. Ja, doch. Nee. Doch. Nee. Ja, aber wirklich. Niemals. Doch, wirklich, das ist so passiert. Niemals. Bob, ich sag's dir doch. Aber weißt du was? Was? Hier wird unser neues Leben beginnen. Bob, ich glaube auch daran. Weißt du, da setzt sich meine Lady drauf auf den Daumen. Bob, der stinkt. Du solltest das wirklich nicht machen. Du stinkst. Musst du voll waschen. Bob, ich war vor einer Woche duschen. Die Männer mögen das naturelle Odor. Was sagst du denn da? Was? Alles gut, Bob. Komm, lass uns Bus fahren, mein kleiner Bruder. Nächster Halt. Ich bin älter als du, du Flittchen. Aber selbst Mama hat immer gesagt, in Kentucky, du sollst die Finger von deinem Stiefbruder nehmen. Du sollst mich nicht mehr so nennen, Bob. Komm. Das hat Vater immer gesagt. So. Bob, deine Hose ist ziemlich eng. Bob. Geh dir doch mal ein bisschen schneller und dann sollen wir den roten Teppich wieder ausrollen. Ja? Bob, ich muss dir was sagen. Deine Hose ist ziemlich eng. Ich sehe deine Puppe. Oh mein Gott. Das wird... Bob, muss das denn immer sein? Raus du? Was? Raus du eigentlich immer noch, du verzogene Körper? Ach, Bob, ich könnte dir gar nicht böse sein, weil ich ja weiß, dass du einfach so bist. Aber nein, ich rauche nicht mehr. Ich rauche nicht mehr, Bob. Umarm mich doch mal, wie meine Schwester das so tun würde, nein, wenn Bob, sie mich nehmen nein, würde. Nein, Bob, das mag ich nicht. Bob, uns könnte doch hier ein heißer amerikanischer Singleboy sehen. Was soll das? Ich habe Träume, Bob, weißt du? Ich habe Träume, ich möchte den perfekten Mann finden hier. Mit Geld. Mit Geld. Jetzt komm, Bob, wir gehen Bus fahren. Meine Schwester, die lieben dich. Bob, müssen wir das denn jedes Mal hier mitmachen? Du hast, mit deinen Schoten. Du hast gesagt. Bob. Jetzt hör mir mal zu. Jetzt hör mir mal zu, Bob. Ich weiß, es war nicht einfach damals bei uns in der Familie. Aber du musst wirklich zu einem Psychologen gehen. Damit wir endlich diese Probleme loswerden. Wir können hier ein neues Leben anfangen, Bob. Ja? Ja, Bob, das können wir. Wir beide gemeinsam. Würdest du dafür alle Wege gehen? Ich würde dafür alle Wege gehen, Bob. Wir sind doch ein Herz und eine Seele. Du bist halt wirklich wie ein Bruder für mich. Und das, obwohl wir zusammen aufgewachsen sind. Okay, komm! Ja, das ist doch super. Immer wieder dieser Stress. Entschuldigung. Du bist ja ganz schön schnell, Bob. Warum rennst du denn immer so? Ich renne, weil du so schnell bist. Ich kann gar nicht mit dir mithalten. Ich glaube, dass wir in dieser Stadt viel erreichen können, ja? Hast du schon wieder gefurzt, Bob? Nee.
Bob, wie kannst du, so kannst du keine Frau kennenlernen hier. Es mögen nicht alle und nicht jeder lacht darüber. Oh, ich sollte nicht hinter dir gehen. Warum? Warum ich nicht hinter dir gehen sollte? Weil du die ganze Zeit pupst, Bob. Was raus muss raus. Ja, aber du kannst du keine Frau kennenlernen. Was raus muss raus. Ja, dann mach das doch jetzt eben. Nee, ich war schon auf Klo und ihr habt mich rausgeworfen aus dem Flug. Hast du schon wieder... Hast du wieder den Big Daddy Enchilada gegessen, Bob? Ja. Ach Mensch, Bob, du weißt doch, dass du davon Blähungen kriegst. Weißt du, Ariane? Ja? Das Problem ist, ich war letztens in einem Café und da wollte ich mir einen Kaffee holen. Und ja, war ich so... Brauchst du eine Pause, Bob? Nein, noch nicht. Okay. Weißt du, wie der Kaffee hieß? Nee, sag Grandi. Aber. Und Grandi. Wie heißt du mit Vornamen? Ariane. Oh, Bob, das ist aber schön. Oh, der war super lustig, Bob. Das war der erste Witz in meinem Leben, den du jemals gemacht hast. Oh, juckt. Warte mal eben. Das juckt schon wieder. Ja, oh, weiter geht's. Ach, ich muss meinen Bruder beschützen. Ja, ja. Ja, ich bleib immer an deiner Seite, Bob. Ich weiß, das ist leider nicht gut, ne? Wir vergessen unsere doofe Kindheit. Oh, guck mal, Bob. Das ist aber schön hier, oder? Wo? Genieß doch einmal die Aussicht. Beton. Ja, ich liebe Beton. Das ja. ist doch der Brutalism-Style. Hast du das noch nicht gehört, Bob? Nee, in Kentucky hatten wir nur Wiese und Eichhörnchen. Wir müssen zur Haltestelle. Okay, ja. Machen wir. Also, pass auf, Ariane. Ja, es gab einen Typ, sein Name ist ja, Wilfried von Rodenberg. Und der hat mir gesagt, dass in Los Santos man eine große Nummer werden kann. Ja. Und da sehe ich uns beide ganz groß im Filmbusiness. Aber wir sollten vielleicht erst ein kleines Brötchen backen, ja? Was denkst du denn, was für kleine Brötchen sollen wir denn backen? Ich mag Brötchen. Ja, ich auch. Mein Ex-Freund hat zu mir gesagt, ich habe ein schönes Brötchen. Den verstehe ich nicht. Ach, schon gut. Hab ich auch okay. nicht. Okay. In Kentucky war die Luft aber deutlich besser als hier. Was ist denn er, Herrler? Was? Da oben. Was ist Air Hailer? Ah, das sind die günstigen. Die führen bald Stehplätze ein. Kommt aus Irland, die Airline. Mhm. Ach, die sind das. Oh Gott, damit ja, wir müssen jetzt gleich mal in den Bus rein, ne? Komm, ja. Wo fährt denn der scheiß Ding? Kriegen wir den noch? Sollen wir ein bisschen schneller gehen? Was? Sollen wir ein bisschen schneller gehen, Bob? Kriegen wir den Bus noch? Ich hoffe. Der fährt, glaube ich, hier. Hier ist eine Haltestelle, da. Oh, das ist ja schön. Ich guck mal, wann der kommt. Was steht denn da? Ich kann ihn lesen. Ich wollte gerade auch sagen, Bob, ich kann ja gar nicht lesen. Ich hab's voll vergessen. Was machen wir denn jetzt? Hast du die App zum Übersetzungslesen dabei? Ah, oh, es ist schön warm. Schön in hier, oder? In Los Santos. Ja, es ist sehr schön. Aber ja. Weißt du was? Nee. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Ja, ich setz mich ja auch mal lieber. Hey, warte mal. Ja, ich muss da ganz kurz raus. Ja. Ich glaube, du sollst ein Stück vorgehen. Das könnte auf Dauer unbequem sein, Schwester. Ach, Bob. Du bist immer so fürsorglich. Ja, dann erzähl mal, was für Brötchen willst du denn backen? Also Sandwiches, ja. Die Sandwiches, du meinst es also wirklich so? Okay. Ja, ich ruf mal... Bob, was machst du da? Ich hab Parkinson im 9. Grade. Bob, das hast du gar nicht. Wir haben doch gesagt, dass du dir das nur Mein Fingernagel tut weh, Mann. Ich hab mir den eingerissen. Sollen wir vielleicht ins Nagelstudio fahren? Ja. Ich telefoniere mal, warte mal eben. Mach das mal. 911.
Was? Bob, was machst du? Nein! Ich frag, wenn der Bus kommt. Oh Gott, also Gott. Unseren örtlichen Sheriff konnte man immer fragen, weißt du noch? Ich habe gehört, die sind hier wirklich nicht so wie bei uns, sondern sehr streng. Ich glaube, wir würden die damit nur nerven. Darf ich dir was sagen? Ach, Bob. Soll ich dir mal eine Freude machen, Bob? Nee. Siehst du dieses Bild? Guck mal den Ausschnitt an da. Das sind auch ein Mädchen. Wow. Wenn du dich anstrengst, Bob, du musst wirklich aufpassen, dass du das nicht mehr in der Öffentlichkeit machst. Das ist wirklich nicht gut. Aber ich hab nur die Hose an. Bob, hör zu. Wenn du es schaffst, dich zu benehmen und die Brötchen backst und dann die Hühner tötest, dann wirst du die richtige Frau finden. Ja. 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 Ja, Bob. Ja. Unsere Schatten sind ja schön. Zeig mal. Unsere Schatten sehen sich ja fast ähnlich. Aber ich bin so froh, dass ich Mamas Gene mitbekommen habe. Ja, und ich Geld seine, ne? Ja, leider ja. Wieso leider? Der war ja nicht so nett von uns, mein, deswegen. Willst du eine Zigarette, ja? Nein, Bob, ich möchte immer noch nicht rauchen. Oh, das tut weh. Bob, dann... Bob, du rauchst falsch. Ich fühle dir immer durch die Nase, weißt du? Nee, alles gut. Manchmal sieht das nur so aus. Oh, mein Gott. So, guck mal bitte auf eine Karte. Du hast eine Karte mitbekommen. Ja, ich guck mal eben, Bob. Einen Moment. Ja, warte mal eben. Ich komm da nicht. Bob, du mal lieber. Ich glaube, ich hab die im Handgepäck vergessen. Weißt du, Bob, wir brauchen keine Karte. Ich weiß noch nicht, warum. Bob, du tust es schon wieder. Wann kommt denn jetzt der Bus? Willst du doch mal die Polizei anrufen und mal fragen? Ja. 9, 1, 1. Oh, klingelt. Oh, super. Bestell mal schöne Grüße. Ich mag Polizisten. Hat die gestern kennengelernt. Hallo, mein Name ist Bob. Wann kommt der Bus? Wann kommt der Bus? Wer ist denn da? Oh, die beiden Stimmen sind so furchtbar. Das war der Notruf. Ja, hab ich doch gesagt, das ist doch die Polizei. 912. Wer geht da dran? Wir probieren einfach mal. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Bob. Wir warten einfach. Oh, hallo. Bob, mein Name. Wann kommt der Bus? Ich kann nicht mehr Polizei. Der Bus. Bob, wann kommt der Bus? Haben Sie die Telefonnummer vom Bus? Oh Gott! Oh, das war auch Notruf. In Kentucky kannte ich den Sheriff, deswegen habe ich gedacht, die sind hier auch nett. Soll ich vielleicht anrufen? Aber ich bin da immer ein bisschen schüchtern, muss ich sagen. Aber irgendwann wird der Bus doch kommen, Bob. Ja, guck mal, haben die eine Internetseite? Oh, das ist eine gute Idee. Ich schau mal, hat die SIM-Karte schon eingelöst? Ja, dann guck mal. Ich habe eine gegessen, deswegen habe ich deine Telefonnummer nicht mehr. Ach, meine Telefonnummer? Ja, gib dir mal meine Telefonnummer, dann gibt's mir deine, falls wir uns verlieren, okay? Ja. Es ist die 555. Warte, Ariane. 5 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 6 6 6. Jetzt rufe ich dich an. Also, ja, mach mal. Hallo, Bob. Entschuldigung. Du hast jetzt meine Telefonnummer, oder? Ja, ich hab ein neues Handy, lass mich mal ganz kurz gucken, ja? Ich wollte natürlich alles richtig machen. Ja.
Ach, ich glaube, da habe ich sie, ja. Ich klicke mal drauf, Moment. Ey, speicher die da ein, du Blöde! Bob, du sollst nicht immer so unverschämt sein! Bob! Pass bitte ein bisschen auf! Oh oh. So. Bob! Bob! Bob, ich hab Angst, was ist das? Da kommt ein Krankenwagen! Oh, okay. Haben wir was getan? Sind wir krank? Bob, ich hab ein bisschen Angst. Hör zu, hör zu! Spiel mit! Spiel einfach mit, ja? Spiel einfach mit! Psch, psch. Spiel einfach mit! Oh, guten Tag! Entschuldigung, hat jemand von Ihnen den Notruf gewählt? Nee, wir waren auf dem Bus! Was ist ein Notruf? Okay, gut, dann ist alles gut, dann schaue ich mal weiter, wer hier... Ja, hier waren gerade zwei Herren, ja? Einer war dunkelhäutig und der andere war hellhäutig und die hatten ein weißes Tanktop an und die meinten, wir sollten uns hier verziehen, sonst knallt es. Ich hatte solche Angst. Aber wurden sie jetzt direkt bedroht? Na, wir haben den $1,000 gegeben, ja. Sie haben den $1,000 gegeben? Ja. Aus Zwang? Nee. Okay, sind Sie sicher oder soll ich nicht lieber die Polizei darüber informieren? Also gut. Ariane, überleb doch mal. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, bitte. Oh! Entschuldigung, es ist eine Riesenparty hier. Wen haben wir denn da? Ach, wie schön die Weihnachtsmütze. Da fühlt man sich doch direkt schön begrüßt. Hallo, guten Tag. Also die beiden Herren wurden, glaube ich, irgendwie gerade bedroht. Wir sollten hier auf jeden Fall mal das PD dazu rufen. Ja, ich hole mal das PD. Darf ich Ihre Mütze haben, bitte? Meine Mütze gebe ich nicht ab. Die habe ich von meinem Sohn geschickt bekommen. Oh, ist ja mein Sohn, ja? Ja, der Gott, das sagt alles klar. Ich hole die mal eben dazu, oder? Ja, alles klar. Wen holen Sie? Lautstelle von Nullsburg kommen. Einen Moment, ich informiere Sie gleich darüber. Okay. Ja, wir haben bisher zwei Personen auch angetroffen, wurden wahrscheinlich bedroht. Nein. Wir schalten es. Scheiße. Die holen die Bullen! Da ist sie! Hey, die holen die Bullen! Die holen die Bullen! Du musst einfach mitspielen! Was für ein Scheiße reitest du uns hier? Wir sind doch gerade erst. Ich hab lange nicht mehr geredet! Oh mein Gott! Du musst dein weiblichen Charme spielen lassen, ja? Das war meine Idee, ich mag Männer in Uniform, vielen Dank und wir warten, die Polizei, okay, wenn die Polizei kommt, dann, Bob, du hast... weißt du, Bob, alles okay. Alles okay. Ich mag dich so, wie du bist. Oh je. Dann komm, guck mal im Internet nach. Bob, ich hab eine Frage. Was mach ich denn, wenn der Polizist hässlich ist? Du nimmst, was du kriegst. Aber ich hatte doch diesen Traum, Bob. Welchen? Ich dachte, wir träumen diesen Traum gemeinsam. Welchen? Den Traum von einem neuen Leben. Polizisten verdienen gut, habe ich gehört, weißt du? Ja. Und ich will natürlich gerne ein leckeres Paket mitbekommen, verstehst du? Polizisten, ist mir alles egal. Aber es sollte lecker sein. Ich möchte das Steak halb durch, damit ich es noch fertig braten kann. Was muss das denn sein? Hallo, guten Tag. Hallo, also wir haben jetzt nochmal die Polizei dazu gerufen. Ja, denen könnten Sie dann nochmal die Story erzählen. Danke. Geht's Ihnen beiden denn soweit gut? Ja, wissen Sie, wir beide kommen aus Kentucky, ja. Es ist ein bisschen kalt hier, aber sonst ist es eigentlich okay. Ja, sehen Sie, die hat kein BH an, da steht die Antenne. Das heißt, wir halten den Fehlpunkt. Außerdem ist es, ich darf ja mich entfressen, wie ich will. Keiner verliebt mir das. Jetzt mal, pass doch mal auf hier. Entschuldigung, mein Bruder ist ein bisschen krank. Der hat immer so viel Husten. Wann haben Sie denn einen Husten? Wie viel? Seit 49 Jahren! Bob, beantwortet die Fragen, es wird langsam mal Zeit.
Wir hatten eine Frage. Wann kommt denn der Bus? Können wir da irgendwie anrufen oder so? Wir kennen uns doch hier nicht aus. Günther, weißt du, wann dieser Bus hier kommt? Ja, alle 15 oder 20 Minuten kommt der. Ja. Das ist aber schon ganz schön lange. Kann man das irgendwie beschleunigen? Ich weiß auch gar nicht, ob der heute fährt. Oh, das wäre ja ganz schlecht. Kann man ich ruf da mal an. Ja, oh, viel, ich kann ihn dann sonst noch... Oh, danke! Oh, jetzt fängt das schon wieder... Also ich kann Ihnen ansonsten auch eine Nummer vom Taxi geben, wenn Sie das möchten. Ja, aber wir gucken erstmal wegen dem Bus, ist günstiger, oder? Herr Feuerwehrmann 23! Ja, das wird auf jeden Fall günstiger werden, wenn Sie mit dem Bus fahren. Ja, hören Sie, wir brauchen... Geld, nee, wir brauchen ein Auto. Wo kriegt das her? Mit Geld. Ja, wir haben zwei große Autohändler hier in der Stadt und da können Sie sich so ein Auto kaufen. Ah. Ja, das kommt natürlich drauf an, was Sie haben möchten. Drei sogar. Unicast, Diamondcast und PDM. Ja gut, Unicast und Diamond habe ich jetzt zusammengezählt. Ja. Die gehören ja demselben. Und das Busunternehmen kam nicht ran, aber da kommt okay. Der Sport. Da. Kommt der Bus, wissen Sie das? Oh, weiß ich gerade nicht. Oh meine Güte, was ein Zuckerpüppchen! Also, wunderschön. Okay, also wir haben den Bus bekommen. Ja, der wurde dann plötzlich unterbrochen. Dann sind wir hierher gefahren und der Herr meinte. Ja, da waren wir irgendwie zwei Typen und dem hat er $1000 gegeben, aber ich glaube nicht, dass das Ganze so freiwillig war. Alles klar, und was hat die Dame hier zu tun? Vorname? Die sind beide zusammen mit dem Flugzeug hier gelandet, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das ist mein Bruder, ich bin mit ihm hier zusammen und das ist gerade passiert, das ist sehr wahr und jetzt stehen wir hier. Alles klar. Haben Sie irgendwie eine Täterbeschreibung für uns? Oder wissen Sie, wie die Herren ausgesehen haben? Natürlich. Herr Günther, ich glaube, wir können hier abrücken. Der eine war dunkelhäutig und wirklich sehr attraktiv. Und wir würden abrücken? Ja, ihr braucht uns da nicht unbedingt. Perfekt. Also der eine war dunkelhäutig und sehr attraktiv. Der andere war hellhäutig und war einfach nicht mein Typ. Aber so sahen die aus. Also ein dunkelhäutig und ein hell. Ja, alles klar. Genau. Was hatten die denn an? Was hatten die denn an? Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie es passiert ist. Also der eine hatte ein orangenes T-Shirt an mit einem grünen Alien drauf. Ich glaube, es war ein Alien, aber ich glaube, das ist eine bekannte Marke. Ich komme einfach nicht drauf. Und der andere, also der Dunkelhäutige, der hatte ein Muskelshirt an mit sehr vielen Tattoos. Und ich glaube, er hat ein bisschen Blut am Oberteil. Mit Blut, alles klar. Wo hatte der die Tattoos? Der hatte die an beiden Armen. Die haben mir wirklich sehr gefallen. Okay. Wie sind die hier weggegangen? Haben die Fahrzeug oder sind die zu Fuß? Die sind weggerannt tatsächlich. Okay, alle nach da vorne gerannt. Ich weiß nicht, ob die noch da sind, aber ich glaube nicht, die waren sehr schnell. Mhm, alles klar. Ja. Würden sie die, also hatten die irgendwie Masken oder so auf? Nein, die hatten keine Masken auf, sonst hätte ich ja nicht sehen können, ob die attraktiv sind oder nicht. Und die haben sie bedroht, oder was war das? Die haben eigentlich meinen Bruder bedroht. Okay. Ich habe die ja so eigentlich in Ruhe gelassen. Die haben mich nur böse angeguckt, aber das war okay, das mag ich. Würden Sie die zwei wiedererkennen, wenn Sie die jetzt vorhin stellen? Natürlich. Alles klar. Dann wollte ich einmal noch Ihren Personalausweis, bitte. Ja, warten Sie eine Sekunde. Aber nicht lachen wegen dem Foto. Ja, alles gut. Ich hatte mich an den Tag nicht gespielt. Waren Sie? Ja, genau. Alles klar, Frau Barnes. Dann haben Sie das einmal wieder. Dankeschön. Dann nochmal für Sie, das blieb die 20 Hemden. Wenn wir die Täter finden, würden wir sie dann nochmal vorladen. Haben Sie schon Ihre Telefonnummer irgendwo hinterlegt? Natürlich. Achso, mein Perfekt. Ich habe tatsächlich eine Akte bei Ihnen. Ich glaube, der Herr Carsten hatte mich gestern nach meiner Telefonnummer gefragt. Alles klar. Gut. Sie sind jetzt hier frisch angereist, oder?
Ja, also ich bin seit gestern da, aber mir hat es so gut gefallen, da bin ich nochmal hier hingekommen, zum Flughafen und dann, das sieht aber echt schicker, und da bin ich hingekommen und habe dann mit dem nächsten Flieger meinen Bruder aus Kentucky geholt und wollte ihm das auch zeigen. Achso, alles klar, okay. Ja. Okay, ihm geht's dann soweit gut, die haben es nämlich nicht angefasst, bis sonst irgendwas? Jetzt gerade geht's mir sehr gut, dankeschön. Alles klar. Und du würdest dich gerne irgendwie da hinten hinsetzen oder so, brauchen sie irgendwie zu essen, trinken? Nein, brauche ich nicht. Das alles klar, perfekt. Dankeschön. Kein Ding. Sie haben ja meine Nummer. Ja, trinken und essen. Essen vor allem, ja. Das ist aber gesund. Alter. Danke, danke! Alter, das ist... Das ist irgendwie mal kurz, ja. Er versucht nicht zu sein, weiß er nicht. So! Bob, du machst es schon wieder! Deine Nägel! Ich zitter so, ich bin da aufgeregt! Bob, du hättest wirklich deine Medikamente mitnehmen sollen! Wir sind gerade angekommen und jetzt ist hier schon die Polizei und Feuerwehr! Bob, sei ruhig! Bob, sei ruhig, bitte! Bitte sag ruhig, ich fliehe dich. Wollen wir den Wagen klauen? Nein! Bob! Bob, bitte, ich fliehe dich vom Herzen an! Wir haben doch den Traum! Bob, du bist gar nicht so weit weg von uns, du. Du alte Nase. Psst, Bob. Bob, Barnes! Hey, bitte! Noch einmal, ich nenne dich bei deinem Nickname! Weißt du noch, wie Vater dich immer genannt hat? No! No! Boba Fett! Boba Fett, Bob Barnes! Lamümmü! Ja, nicht Lamümmü! Heute gibt's kein Lamümmü mehr! Bob, so findest du nie eine Frau, das habe ich dir doch gesagt. Das ist meine Traumfrau. Ja, die ist aber auch schon, als wäre auch was für mich, muss ich zugeben. Hilf mal! Bob, ich bin Polizist, Bob! Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Ansonsten, es gibt Taxiunternehmen hier. Genau. Fährt heute nicht der Bus? Der müsste eigentlich auch fahren, ja. Können ja, Sie mal gucken, ich kenne mich nie aus mit dem Internet. Natürlich, das sollte kein Problem sein. Mein Bruder danke, ist meine so Engel. Liebenswert einfach. Ach, schön. Sie sind verwandt, Sie beiden. Ja, ja. Meine Schwester kam zuerst aus der Vagina meiner Mutter. Ja, und hat uns den Weg frei gemacht. Das war ziemlich bei mir ist ein bisschen was schief gelaufen. Es gab Komplikationen bei der Geburt. Aber er ist liebenswert. Also, ich hatte früher 6 Finger an einer Hand. Was? Ja, ein Finger mehr schadet ja nicht. Richtig. Bus fährt heute das nur kann sogar sehr positiv sein. Also nicht hier. Dann versuchen Sie nochmal einmal Taxiunternehmen. Check. Oh, danke, was kostet das? Wann, ich komme aus Kentucky! Ja, Bob, das kommt. Komm, Bob, wir machen das einfach und ich werde vielleicht ein bisschen. Natürlich sehr. Wo kommen Sie her, Ma'am? Aus Neuseeland. Wow! Und das ist mein Lieblingsort! Ist dem so? Da war ich schon mal in. Auckland! In Auckland! Ja. Und ist das ja auch schön. Ja, da komme ich tatsächlich her. Nee! Nee! Wir sind füreinander bestimmt, Sorkin Pidi 69. Oh, ich dachte, ich bin da alleine. Das ist ja schön. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich kenne da auch ein Restaurant hier. Da könntet ihr beide vielleicht mal ausgehen. Ich glaube, mein Bruder wird sich wirklich sehr freuen. Naja, nee. Was? Bitte verletzen Sie ihn nicht. Es tut mir leid, ich bin schon vergeben. Oh nein! Das an wen? Oh. Ja, an wen? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. An wen? Bob, jetzt lass doch mal die Frau. Bob, du weißt, dass meine letzte Frau, das ist nicht gut ausgegangen, bitte. Erzähl ihn was. Ein bisschen, Bob. Meine letzte Frau, die Lisbeth. Du musst Luft. Bob, bitte nicht wieder. Nicht so werden. Er ist ein bisschen aufgebracht. Die Lisbeth. Wissen Sie,
Wir beide, wir waren ein glückliches Ehepaar. Nicht die Geschichte, Bob, ich bitte dich. Und dann ist sie zur Arbeit gegangen. Und kam nie wieder. Ja, das ist ja ein Ding. Wir wussten alle nicht warum. Das ist völlig unverständlich. So liebenswert ist dieser Mann. Da war mir nur noch Beans gesagt. Oh, Bob, nicht wieder weinen. Oh, Bob, nicht weinen. Das ist so wirklich sehr leid. Das wird so viel hier alles. Bob, wir fahren gleich Taxi. Ja, vielleicht macht er dann die Lieblingsmusik an. Wissen Sie, in Kentucky war ich eine große Nummer. Ja, das glaube ich Ihnen. Ja, und eine breite Nummer, wenn mal ich fit bin. Oh je. Oh, Moment. Fängt er schon wieder an. Es tut mir leid, er ist einfach der Liebste. Oh mein Gott. Kommst du etwa auf den Polizeiwagen, Bob? Ja. Entschuldigung. Wir rufen uns gleich ein Taxi. Komm, Bob, wir rufen uns ein Taxi. Taxi ist schon unterwegs. Alles gut. Ach, das ist ja sehr nett von Ihnen. Wie heißen Sie? GPD 20 Hemden. So. Wie ist denn so Ihr Status bei der Polizei? Ich war mal in Hemden. Ja. In Kentucky war ich eine große Nummer. Ja, sag mal, Bob, sag mal ruhig jetzt. Okay. Ich klär hier was. Okay. Wie ist denn so Ihr Status bei der Polizei? Mein Status? Ja. Officer 2 bin ich. Ah, wow! Naja, okay. Wow! Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Entschuldigung, ich muss eine kurze Pause machen. Boah, der ist mir einfach so auf den Sack, ey. Ich dachte, ich bin die mit der schlimmen Stimme hier. Ich dachte, ich bin das, was passiert, ey. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, oh Gott. So. Es gibt immer Mühe hier. Ja, Entschuldigung, ich musste kurz tief durchatmen. Ich hatte da was im Hals. Weißt du, Bob, das geht mir manchmal zu viel hier. Einfach hier reinrauf und denk die Polizei. So, habt ihr jetzt irgendwas ausgemacht? Ich meine... Hier liegt so viel Müll rum, gucken Sie doch mal hier. Bob, das ist nicht deine Aufgabe. Bob, jetzt lass den Müll liegen, was soll das denn? Das ist nicht deine Aufgabe. Ich hab Angst, dass ich bald einen Tumor krieg, wenn ich das anfasse. Ja, oh, die PT. Bob, ich hab eine Idee. Engelchen? Ja? Den kann ich lassen. Bob, sie ignoriert dich. Ach, er ist das Engelchen, okay. Ja. Den würde ich auch von der Bettkante stoßen. Du würdest ihn von der Bettkante stoßen? Ja. Ja, das ist doch gut für ihn. Ah, da wäre ja kein Platz mehr für mich im Bett, ne? Ja, das stimmt, da hast du recht, Bob. Genau. Was kann ich für sie tun, ne? Ich will hier weg! Sie wollen hier weg, ja. Eine Minute, zwei Minuten, kommt das Taxi. Das ist 119! 118! Oh mein Gott, das haben sie davon gekriegt, zu zählen! Das macht er immer! 112! Bob, hör zu! Okay. Hör zu, so ruhig, ja? Benimm dich bitte ein bisschen. Dankeschön. Okay. Ach, oje. Komm hoch. So viel Stress einfach am ersten Tag. Es ist mir zu viel. Ich weiß. Da bist du jetzt aber durch. Ich wollte gestern noch Nessie machen, aber... Bob! Ging irgendwie nicht. Bob, ich hab dir gesagt, du sollst das nicht in der Öffentlichkeit machen. Wissen Sie, der stand gerade schon... Warum gehen die immer von uns weg? Es tut mir wirklich leid, dass du solche Gesten in der Öffentlichkeit machst. Der stand da vorne gerade auch schon vor dem Plakat da. Und hat Unaussprechliches getan. Aber das macht er nicht extra. Unaussprechliches? Ja, ich kann es leider nicht in Worte fassen, aber er hat sich einen runtergeholt. Bob! Bob, ich hab dir gesagt, du sollst das nicht machen! Meine Güte, ist das stressig mit dir, Junge. Dankeschön, du hast uns beiden ein Date versaut. Das wäre was gewesen, das sind Polizisten. Bob, Polizisten verdienen gut. Polizisten haben tolle Apartments, Bob. Ich habe immer noch diesen Traum.
Was macht er denn jetzt? Was machst du, Bob? Geh bitte nicht so nah an den das Polizeiauto dran. Guck mal, hier sind Blumen, Bob. Blumen? Bob! Mach mal ein Foto! Herr Banz, das ist jetzt hier kein Touristik, Platz jetzt hier gerade. Ist eher eine polizeiliche Maßnahme. Oh. Dementsprechend möchten wir Sie bitten, einmal dort vorne hinzutreten. Okay. Hör mal bitte auf den Polizisten, Bob, bitte mach das. Oh, nicht schon wieder. Du hättest wirklich die Medikamente nehmen sollen. So. Wann kommt das Taxi, Mann? Bob, jetzt habt ihr mal ein bisschen Geduld. Ansonsten laufen wir dem Taxi entgegen, wenn es nicht anders geht. Ja, du mich auch. Kannst du dich vielleicht eine Sekunde mal benehmen? Bitte tu's für mich. Okay. Wenn du mich als Schwester liebst, dann tu's für mich. Bitte. Ja. Danke. Ja. Bob, das... Kannst du nicht einfach mal ruhig sein, Bob? Ja. Nein, Bob. Jetzt... Nein. Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Das ist nicht richtig, Bob. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Bob, das macht man nicht. Das machen normale Geschwister nicht. Hast du gehört? Und das darf nie wieder an die Öffentlichkeit gelangen. Bob. Bob, du kannst dich bitte ein bisschen benehmen. Alles super hier drüben. Bob, ich hoffe, die hören mich nicht. Aber du musst dich wirklich benehmen. Hast du gehört? Du darfst sie in der Öffentlichkeit keinen runterholen und du darfst nicht deine eigene Schwester küssen, auch wenn wir aus Kentucky kommen und das da einfach zur guten Sitte gehört. Wir dürfen das nicht. Guck mal, ich hab immer mein Handy Internet. Taxi. Ist was dringend? Das Taxi ist schon unterwegs. Ja, wir hätten nur ein vorläufiges Problem. Könnt ihr einmal bitte das Handy aus annehmen? Ja, Moment. Bob, mach bitte, was die Dame sagt. Natürlich, wir können da widerstehen. Ja, Sie hatten ja schon meine neue Nummer auch schon auserkoren. Ja. Und zwar, Herr Barnes, Sie sind ganz frisch eingereist heute. Nee. Oh, okay. Ja, guck mal, was da jetzt kommt. Was? Sie nicht? Nee, ich bin hier im Urlaub, Ma'am. Ja, im Urlaub. Wir hätten da nämlich ein Problem, Herr Barnes. Und zwar... Ja. Sind Sie nicht in unserem System verzeichnet? Nein! Oh, aber hören Sie, ich bin im Urlaub, Ma'am! Oh, da werde ich aber sauer! Polizisten! Mein Bruder hat nicht so recht, beruhigen getan. Sie sich. Einmal bitte Non-Letalia, bitte. Hallo! Oh je, ich bin so aufgebracht! Bist du denn mal in Kentucky und Sie? Was sind die Dame, könnten Sie einmal ein Stück zur Seite gehen, dass Sie sich einmal Dankeschön an die Wand dort stellen? Inwiefern? Können Sie noch ein Stück? Natürlich mache ich das. Alter, was macht denn das für einen Stress da? Was macht denn für einen Stress? Oh Gott. So, ich lehne mich mal an. Oh, Hilfe. Aber krass, man hört die jetzt gar nicht wegen dieser Sprache. Es ist einfach... Oh nein! Ist das Taxi da? Das Taxi ist da! Ich wohne hier noch nicht! Ja, wir können ja diese Aktie ja trotzdem dann am Ende im LSPD anfertigen. Das ist ja kein Problem. Oh je! Komm, aber mit dem Taxi. Genau. Die Dame kann mit dem Taxi hinterherfahren. Ariane! Aber darf ich nicht bei diesen netten Herren hier mitfahren? Ich hatte gerade so eine Angst bei dem Überfall. Ich bin wirklich völlig von Sinn. Ich muss mich die Dame beruhigen. Mitnehmen? Ma'am, ich fahr bei Ihnen. Ja, okay. Bitte nehmen Sie mich mit, bitte. Negativ, Herr Barnes, Sie kommen mit uns mit. Bitte. Dann darf die Dame und die Frau Barnes bei den Kollegen einsteigen. Ach, Mann, das ist aber traurig. Na, okay, ich mach auch... Ja, okay, ja? Mach ich. Alles klar. Ich geh dann da hinten rein. Ja, bis gleich. Ja, nee, Herr Barnes, stopp. Herr Barnes, noch... Die fahren jetzt mit uns mit. Ma'am? Ja. Einmal der vorderste. Ich öffne Ihnen hier mal die Tür. Und dafür würde ich die Arme bitten. Darf ich vorne sitzen? Leider nicht. Oh, ist aber schade. Das ist leider schon mein Platz. Bitte schön. Oh, Entschuldigung. Ja, das
Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Einmal durchsuchen, bevor Sie ins Auto steigen. Ich hab das Auto mal kurz sauber gemacht. Entschuldigung. Einmal zum Medipede 20 bitte herkommen. Bitte hinten rein, ja? Dass Sie einmal durchsuchen. Okay. Nein. Das ist nicht hinten. Ma'am, ich Sie weiß, ein letztes Mal. Ja, genau, oh, danke schön. Das können Sie... Warten Sie eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich werde hier hinten einsteigen, wenn Sie beide auch eingestiegen sind. Marianne, Hilfe! Ich bitte runter, ja. Ich werde Ihnen jetzt auch einmal die Bahn, würden Sie das bitte lassen, danke schön. Alter! Ich würde Ihnen dann einmal auch die Rechte vorlesen. Und Sie sind vorläufig erstmal festgenommen. Warum ist mein Bruder denn festgenommen? Kann, er hat gar nichts getan! Ma'am, das wird doch alles ermitteln. Aber Sie wissen doch gar nicht, wie man mit dem Bruder geht. Mein Bruder ist... Naja, das haben Sie ja gemerkt, er ist nicht ganz richtig im Kopf. Er ist anders, ja. Er ist anders und er meint es wirklich nicht böse. Haben Sie Ihre Rechte soweit verstanden? Alles gut, Ma'am. Deswegen nehmen wir den Herrn ja auch erstmal mit. Ich kriege Panik, weil wir sind wie eineiige Zwillinge. Aber ich kam zwei Jahre später auf die Welt. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen. Aber man hat trotzdem wie ein eineiiges Zwilling. Ja. Ein. Kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Das macht mir aber alles ein bisschen Angst. Sie haben ein Recht auf Ihren Anwalt. Müssen Sie nicht. Alles gut, wir nehmen Sie mit. Und dann ja, wir kennen alle gut. Dürfen Sie Ihrem Bruder beistehen. Was ist das denn eventuell? Oder ist das verboten gleich? Ist kein Anwalt erreichbar. Bitte? Darf ich Ihnen gleich näher kommen oder ist das verboten? Haben Sie Ihre Rechte so verstanden? So, erstmal bleiben Sie hier hinten. Gut, perfekt. Wir fahren jetzt zusammen ins LSPD. Ja. Und dann dürfen Sie gerne auch zu Ihrem Bruder ein bisschen unterstützen. Gut, dann würde ich einmal die Kollegen bitten, das Fahrzeug aufzuschließen und die hintere. Wir sollten eventuell noch dem Taxifahrer Bescheid sagen. Ich habe keine Ahnung, was der Ding ist davon. Können Sie es einmal übernehmen, Herr Ruhl? Ja. Bevor wir losfahren? Ach, den Kopf. Ja, perfekt. Geht's einmal in Richtung LSPD. Ach ja, da kommt 20 Jahre noch. Wird sie ja einen Daumen. Herr Robert? So. Oh je. So, Ben. Sind Sie neu in der Stadt? Ja, ich war gestern schon einmal hier. Und mir hat es so sehr gefallen, dass ich meinen Bruder einfach einfliegen lassen habe. Aber jetzt habe ich ein ziemlich schlechtes Gewissen. Hat er denn was angestellt gerade? Nein, hat er nicht. Hat er wirklich nicht. Wir sind eigentlich nur hier, um Leute kennenzulernen und uns die Stadt anzugucken. Ja, das ist ja jetzt ein schöner Willkommen. Ein Stadt. Ja, wenn er nichts getan hat, dann dürfte es ja auch nicht so lange dauern. Also ist ja alles gut. Ja, aber wissen Sie, man soll ja alles positiv im Leben sehen, jetzt müssen wir das Taxi nicht bezahlen. Ja eben, hier kostenlose Fahrt ins PD. Ja, sogar mit Disco-Licht, das ist ja schön. Streife 5, wieder aktiv, 10, 20, ab Flughafen Richtung LSPD. Ich weiß nicht, was passiert, ey. Oh Gott. Das war jetzt tatsächlich echt, ich war noch in der Ariane-Stimme. Vielen, vielen Dank an alle. Ja, und das mit Ihrem Bruder, das wird sich sicherlich noch klären. Ja, das hoffe ich doch. Ich glaube, er hat ganz viel Angst, und wissen Sie, wenn er Angst hat, dann macht er manchmal Pipi in die Hose. Haben Sie Windböen bei sich im Revier? Das haben wir. Oh, das wäre kein Problem. Größe 58 braucht er. Ich glaube, davon haben wir nicht mehr viele, aber daran soll es nicht scheitern. Okay. Ich kann ihn aber auch sauber machen. Aber da brauchen wir natürlich auch ein Klo für. Einfach ein bisschen Wasser. Dann mache ich ihn sauber, dann ziehen wir ihn die Windel an. Der wird ziemlich nervös gleich sein. Völlig verständlich. Kriegen wir alles hin. Vielen Dank, nette Frau Polizistin. Sie meinten gerade, es gefällt Ihnen hier so gut, dass wollen Sie gleich hier bleiben? Oder, also im Staat Los Santos? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin eine sehr beschäftigte Frau. Ich habe ein erfolgreiches Unternehmen. Oh, Mann, aussteigen! Stehen bleiben! Bob! Hilfe! Ma'am? Stehen bleiben! Oh, Entschuldigung! Hände da oben! Hände da oben! Ich will die Hände sehen! Ups! Also ich weiß nicht, wieso mein Körper fühlt sich immer zu der Beifahrerseite hingezogen. Kein Problem. Stellen Sie sich an das schwarze Auto hinter Ihnen. Alles gut? Natürlich. Stellen Sie sich an das... Oh, ist ja kaputt. Bob! So, Ma'am. Ja? Wir müssen jetzt einmal mitkommen. Hilfe, Ma'am! Bob, was hast du wieder getan? Sie folgen meinen Kollegen, aber jetzt. Sir, bitte. Herr Banz, ich werde Sie jetzt nicht noch einmal erfordern. Oh je, so. Was für ein Schlamassel.
Ma'am, dann kommen Sie mal mit. Ja, vielleicht können Sie den ein bisschen beruhigen, ne? Der ist echt aufgebracht. Ja, es ist immer schwierig. Riechen Sie bitte nicht an seinen Finger. Das versucht er immer, um die Leute abzulenken. Geht nicht raus. Ja. Wo waren die denn drinnen in Kentucky? Das wollen Sie nicht wissen, glauben Sie mir. Warum fragst du so mal? Also... Ja, nach was riechen die? Ist schon ein bisschen Neugierde gerade. Kennen Sie es, wenn alte Milch gemixt mit einem Duft vom Beef in einer Toilette fällt? Das riecht besser. Gut, dann werde ich sie noch einmal. Das klingt interessant. Oben. Dann Ma'am einmal hier in die Ecke. Natürlich. So. Ja. Bob, du alte Banane, du. Gut, dann werde ich einmal noch in ihre... So. Der hat aber auch nichts dabei, glauben Sie so, mir. Wurden Sie schon durchsucht, Ma'am? Nein, aber Sie dürfen mich gerne durchsuchen. Dann machen wir das nämlich auch einmal sicher. Haben Sie irgendwelche spitzen oder scharfen Gegenstände dabei, Ma'am? Nein. Wirklich nicht? Nein, habe ich wirklich nicht. Dann heben Sie mal die Hände. Ich danke Ihnen. Ja, wobei die Schuhe sind auch. Oh, könnten als Waffe durchgehen, Ma'am. Mögen Sie meine Schuhe? Nicht schlecht. Können die Hände wieder runternehmen? Ja. Dann kommen Sie mal mit. Ich bin immer noch etwas beunruhigt, dass wir hier sind. Dann nehmen Sie bitte erstmal hier Platz. Das mache ich. Wie sieht's aus mit Essen und Trinken? Haben Sie gerade irgendein Bedürfnis? Brauchen Sie was? Aktuell nicht, aber was zu trinken würde ich dennoch gerne nehmen. Alles klar. Gebe ich Ihnen was. Dann gehen Sie mir den bitte mal. Schön. Gehen Sie mir den bitte mal rein. Ah, wunderbar. Vielen Dank. Perfekt. Dann nehmen Sie gerade Platz herum. Bleiben Sie kurz bei der Dame, ich informiere mich mal bei den Kollegen. Ja. Perfekt. So, dann setze ich mich mal eben hin. Ja, machen Sie das. Ah, schön. Ja, wenigstens ist es hier warm. Mir ist wirklich ganz schön kalt. Bei dem knappen Outfit, obwohl, eigentlich ist es doch heute ein schöner Tag gewesen. Sei es auch nicht. Mögen Sie mein Outfit? Sehe ich öfter, würde ich fast meinen. Aber meins ist doch etwas Besonderes, oder? Es kommt immer auf die Person an, die drin steckt. Und ich würde schon sagen, dass sie etwas Besonderes sind, ja. Welchen Status haben Sie bei der Polizei? Ich bin tatsächlich noch Rekrut. Das heißt, ich bin noch in der Ausbildung. Das ist aber schade. Wieso? Naja, ich mag Männer in Uniform. Aber wissen Sie, ich bin auch hier, um ein... Ich trau mich das gar nicht zu sagen, weil das kommt immer so oberflächlich rüber, aber ich meine das eigentlich ganz nett, wissen Sie? Bitte fühlen Sie sich nicht offended, um einen Mann mit viel Geld kennenzulernen. Das ist tatsächlich etwas, ungünstig. Das tut mir leid, aber vielleicht telefonieren wir nicht deshalb. Nee, tatsächlich ist das etwas ungünstig, weil ich viel Geld hatte, bevor ich hergekommen bin. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, jetzt bin ich aber ganz Ohr. Hauen Sie mal rein. Aber ich weiß nicht, ob das... Gesicht, bitte. Ich hatte da mal so einen Freund, der hat das immer falsch verstanden. Und ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um ihm das zu erklären. Und Sie sind trotzdem bei ihm geblieben? Er hatte Geld. Okay. Ja. Ist aber schön eingerichtet hier. Na, es ist ein Standard-Zellenblock, würde ich sagen. Ja, aber der Boden ist so schön. Und wissen Sie, ich mag Beton. Beton? Wieso mögen Sie denn Beton? Ich mag den Botanisten-Stil wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe Bücher zu Hause, weil ich interessiere mich auch für Architektur. Spezielle Architektur, also spezielle Zeitalter? Nur Beton. Ja. Beton-Architektur, okay. Ja, natürlich. Und haben Sie da schon viel gesehen in dieser Richtung? Ja, tatsächlich. Ich war in Russland und da gab es dann so Häuser, die waren sehr hoch. Da haben viele Leute drin gewohnt. Das wäre jetzt wirklich nicht meins. Aber da war hier der Brutalismus-Stil, der war da wirklich sehr, ja, en vogue. Und da habe ich dann auch für mein Studium einige Eindrücke mitgenommen. Ja, da habe ich im Studio tatsächlich eine 4 geschafft. Ja, 4 gewinnt, ne? Ja, da wissen Sie was, das ist richtig positiv, Sie gefallen mir. Wie sagt so ein Kollege von mir immer,
4 heißt bestanden, bestanden ist gut und gut ist fast 1, ne? Da bin ich ja richtig dabei, das ist ein richtig guter Spruch. Och, der ist auch ziemlich motiviert da hinten. Wir sind alle sehr motiviert hier. Wie geht's meinem Bruder? Ah, das kann man gleich rausfinden. Ich glaube, die Kollegin da kümmert sich gerade drum, dass er wieder etwas trockener wird in der Lendengegend. Ja, das hoffe ich doch. Das ist mir immer ein bisschen peinlich, aber wissen Sie, es ist halt wie es ist. In Kentucky gibt es seltsame Menschen und zum Glück sind wir beide noch ganz normal geraten. Ja. Kentucky, sagen Sie? Ja, in Kentucky, aber nicht... Obwohl, ich habe... Wissen Sie, ich habe gestern mit Herr Carson geredet. Und er hat ein bisschen mein Leben verändert. Denn er hat gefragt, ob ich in Kentucky Fried Chicken geboren bin. Also da, wo man halt die Hühnchen kaufen kann in dem Restaurant, das sehr edel ist. Ich kenne das. Und daraufhin habe ich meine Mutter angerufen und sie hat gesagt, ich bin tatsächlich in einem Kentucky Fried Chicken geboren worden, aber in Kentucky. Also in Kentucky, in Kentucky. Genau, im Kentucky Fried Chicken in Kentucky. Ach, das war gute Zeiten, wissen Sie. Und wo ist Ihr Bruder geboren worden, auch in Kentucky? In Kentucky, auf jeden Fall. Aber ich nie will, wissen Sie, nicht im Restaurant. Jetzt wusste, da müsste ich nochmal nachfragen, tatsächlich. Ich glaube, der weiß das auch gar nicht. Der erinnert sich gar nicht mehr. Ich glaube, der war noch ein Baby. Das kann sehr gut sein, ja. Ja. Würde mich in der Situation nicht wundern. Was ist denn darin los? Geht's meinem Bruder gut? Und der hat halt keine Akt. Er hat keine Akt. Oh mein Gott, ich mache mir so Sorgen. Frau Collins? Ja. Wie geht's denn Ihrem Bruder hier? Alles gut. Haben Sie da alles gut, der hat schon geschmeidig eine geraucht gerade. Oh, er fällt ein bisschen runter. Er steckt die Zigarette immer in seiner Nase, nehmen Sie es ihm nicht. Ja, ich hab's gesehen. In Kentucky. Ja. Achso, das ist normal. Okay, ich wollte schon einen Arzt rufen. Wenn er die Uhr erreichen wollte, aufgrund... So. Er hat bestimmt sehr viel Angst. Ja, ich glaube, der kommt aber gerade runter, ne? Durch die Kippe. Ja, haben Sie denn stärkere Kippen für ihn? Inwiefern? Stärkere, Ma'am? Nur starke. Sehr stark. Ach du Heilige. Ich glaube, er macht wieder AA. Das passiert ihm auch manchmal. Nehmen Sie sie bitte nicht übel. Das ist in Ordnung. Die Zelle kriegen wir schon sauber. Daran soll es nicht scheitern. Sie sind aber wirklich sehr sympathisch. Danke, Ma'am. Sie auch. Was für einen Status haben Sie bei der Polizei? Officer 2, Ma'am. Ach so. Ich kann nicht mehr. Wo kommt das alles her? Wo kommt das alles her? Ich hab nicht getrunken, ich schwöre es euch. Ich habe nicht getrunken.